Tobias Langguth. Ich bin seit kurzem hier in Bleutersbach dem Captain Catfish ins Netz gegangen und bin nun hier ansässig. Und es ist natürlich notwendig, dass man hier in der Ortschaft eine viereckige Gitarre besitzt und die nach Möglichkeit auch selber baut. Das habe ich in den letzten Tagen getan. Das ist eine sogenannte Winebox-Gitarre. Das heißt aber nicht, dass man jetzt da irgendwie Azzurro drauf spielt oder so. Das könnte man auch tun. Aber die soll jetzt eigentlich genutzt werden zum Zwecke des Bluesspiels. Und ich werde beim Guitar-Festival hier in Pleutersbach die offene Bühne betreuen. Das heißt, bei der offenen Bühne können Interessierte mit Gitarre, also mit Cigarbox-Gitarre, mit Mundharmonika, mit anderen blues-tauglichen Instrumenten einfach auftreten und zeigen, was sie drauf haben.